Hallo Leute, hier ist euer Solus von das MZ-Paar für Injustice, Götter unter uns, und wir machen wieder weiter. So. Mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Sie steht unter Arrest. Stimmt, da war ja noch was. Das haben wir oft gehört. Her, Raven. Nein. Ich wollte eigentlich sie treffen, aber irgendwie wollte sie nicht. Komm. So. Komm her. Komm her. Okay, Raven ist gleich besiegt. So. Okay, wir müssen jetzt leider abgeblockt. So, jetzt aber. Sie wird mich wohl mit Sicherheit nicht mehr nerven. Wer ist dieser hohe Rat, der dich in einen zweitklassigen Schurken verwandelt hat? Dir gebe ich gleich zweitklassig. Rede. Und zwar jetzt. Na gut, reden wir über deine aktuellen Schwierigkeiten. Und wie ich diesen Kopf kreuz und quer schlage. Wow. Komm her. Wow. Mehr. Aua. So. Schon. Aua. Ach man, meine Spezialfähigkeit. Komm her. Nein, dann darf ich es jetzt nicht platt machen. Okay, bald gleichzeitig. So, jetzt aber. Mein Kopf sitzt noch gerade. Ja. Verdammter Abschaum. Ihr wollt mich töten. Lass mich! Hey, ich gehöre nicht zu denen. Wer immer du sein magst. Sie kennen dich. Sie kriegen dich. Hast du den Mut, ihre Amnestie abzulehnen? Für wen arbeiten sie? Wer könnte solche Meters unter Kontrolle halten? Herr, bist du da? Herr! Wonder Woman? Du solltest lieber schnell herkommen. Sinestro ist hier. Sinestro? Er greift Bewohner an, die... Bin unterwegs. Ich muss meinen Ring aufladen. Dann werden wir eine kleine Reise machen. Es wird mir Spaß machen, Green Arrow erneut sterben zu sehen. Wonder Woman, Green Arrow, jetzt Hal Jordan? Das wird ja immer besser.
amüsierst mich, Jordan. Ja, machen wir ja immer. So. So, bam. Ist das Sinestro? Die Unterdrückung deines Heimatplaneten reicht dir wohl nicht, Sinestro. Die eine Erde-Regierung ähnelt der meinen auf Korugar. Eine Allianz wäre nur logisch. Bis jetzt akzeptiere ich Menschen. Sogar Hal Jordan. Mein Doppelgänger ist auf deiner Seite. Wie alle, die leben wollen. Ja. Komm her. Oh, der geht aber schnell down. So, komm her. Und bam. Ein Schlag. Bats. Fester Kinnhaken. Ich widerstehe der Gefangenschaft erneut. Alles klar? Hell. Ich wurde gerufen. Gehörst du zu Sinestros Korps? Sinestro hat recht. Angst ist effektiver als Willenskraft. Du bist also von grün zu gelb gewechselt. Die Farbe der Feigheit. Ich stehe immer noch unter Befehl, wie die Wächter. Ich bin sicher, dass sie stolz auf dich sind. Heuchelei ist einfach, wenn man nicht weiß. Spar dir das. Zeit, mir auf die Fresse zu hauen. Ich will auch sagen hier. Oha. Okay. Komm her. Hey, Green Lantern. Hey, das möchte ich auch gerne können. Aua. Komm her. Ach Mann. Ich auch. Ach komm. Das auch mal schlagen. Warte mal. Nochmal. Zeit, mir auf die Fresse zu hauen. Ich muss sagen. Komm her. Komm her. Komm her. So, jetzt läuft's hier besser.
Mist. Ich lehre dich das Fürchten. Ich bin ein schlechter Schüler. Und Bart. Mist, er hat wieder Gesundheit bekommen, aber wir können ihn nur noch Blatt bekommen, Leute. Und bam, noch einen Schlag noch. Und besiegt. Tja. Jetzt sehen wir im Original. Das war surreal. Und etwas verstörend. Ja, dieses Gelb sticht ganz schön ins Auge. Wir müssen los. Verstecken sich vor der Polizei. Gibt's ja denn gar keine guten Jungs? Vielleicht ja doch. Noch nichts? Die Energiesignatur aus dem Park stimmt mit keiner aus der Datenbank überein. Warum nicht einfach auf der Frequenz der Signatur schwingen und ihnen folgen? Weil wir nicht wissen, ob sie an einen gefährlichen Ort führen. Oder überhaupt irgendwohin. Nein, Superman hat recht, es ist viel zu gefährlich. Schade, dass ich nicht schnell genug reagiert habe, um sie zu schnappen. Wir finden sie. Wir müssen einfach. Welch seltene Ehre, Eure Hoheit. Ich brauche Informationen über die Regierung der Oberwelt. Geschichte und aktuelle Strukturen. Ah, für die Vertragsverhandlungen mit dem Hohen Rat. Ja, die Vertragsdiskussion. Ich fürchte, unsere Quellen sind begrenzt. Superman war nie gewillt, etwas vom Innenleben seines Regimes preiszugeben. Sag mir, was du über die Ereignisse dieses Aufstiegs weißt. Eine vollständige Überprüfung sollte zu neuen Strategien für Verhandlungen führen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Vor 5 Jahren hat der Verbrecher Joker Superman dazu gebracht, seine Frau und seinen ungeborenen Sohn zu töten und Metropolis zu zerstören. Von Trauer zerfressen, tötete Superman den Joker. Ja, wir können uns noch alle gut an den Tag erinnern. Danach kannte er keine Gnade. Als Richter, Geschworene und Henker konnten er und andere Metamenschen die kriminellen Elemente schnell in die Schranken weisen. Dadurch wurde er sehr beliebt. Die Oberwelt hatte auf eine starke Führung gewartet. Superman konsolidierte seine Macht. Er schuf die Eine-Erde-Regierung. Demokratische Institutionen verschwanden. Herr, die Gesandten des Hohen Rates erwarten euch im Thronsaal. Flash. Shazam. Willkommen. Eure Hoheit, es ist eine Ehre, euch zu treffen. Als erste Bewohner der Oberwelt, die Atlantis betreten dürfen. Ja, wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Den Vertrag. Den finalen Entwurf. Superman ist sehr erfreut, dass ihr seinen Vorschlägen zugestimmt habt. Darf ich? Gibt es ein Problem, Eure Hoheit? Das bedeutet vollkommene Unterwerfung. Superman wird über Atlantis herrschen. Dem habt ihr zugestimmt. Das erwarten wir. Ihr droht mir? Seid vorsichtig. Wir haben unsere Befehle. Richtet es Superman aus. Er wird Atlantis nicht bekommen. Ja, würde ich auch sagen. Komm her. Oh!
Aquarium ist gar nicht mehr so schlecht, würde ich sagen. Was? So. So, jetzt ist er besiegt, würde ich sagen. Oder auch dann ist schade. Okay, jetzt aber. Zur Hölle mit euren Befehlen. Wir kommen hier nicht weiter. Ich will mit Superman sprechen. Ihr sprecht nicht mit Superman. Ihr werdet tun, was ihr verlangt. Ihr werdet tun, was ihr versprochen habt. Au. Okay, der ist jetzt ein bisschen schwieriger. Mist, das wollte ich nämlich gerade auf ihn schmeißen, aber irgendwie will er das wohl nicht. Wow. Mal lieber aufheben sollen, bevor ich ihn halt jetzt leider ein bisschen nützlich irgendwie, aber schon okay. Allmächtiger Neptun. So. Aber. Hä, war da gerade ein Kind? Der ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber wir sind natürlich besser. Bringe dich runter. Knie vor dem König. Okay. Komm her. Besiegt. Ihr seid beide miese Diplomaten. Das ist der Herr. Also gut, die Paralleldimension. Für wen arbeitest du, Thronräuber? Manta? Ocean Master? Ich bin der König von Atlantis. Ich höre auf niemanden. Im Gegensatz zu dir. Zügle deine Zunge. Du würdest dein Königreich wie ein paar alte Stiefel hergeben? Den Bewohner der Oberwelt? Der Vertrag verpflichtet Superman, die Ozeane zu erhalten und unsere Autonomie anzuerkennen. Die Armee muss unter seinem Befehl stehen. Ein notwendiger Kompromiss, wohl eher ein Zugeständnis. Das ermüdet mich. Ergreift ihn. Ich wollte dir eigentlich meine Hilfe anbieten, aber das gilt nicht mehr. Aua. Komm.
aber okay, diesmal ist er doch irgendwie stärker. Kannst du da schon mal kämpfen? Allmächtiger Neptun! Au. Nein, das wollte man Spezialfähigkeiten einsetzen. Mist, das war so knapp. Aber das gilt nicht mehr. Jetzt aber. Allmächtiger Neptun. Komm her. So, wir haben gleich. Komm schon, treff ihn. Ja, trifft. Nice. Wir haben gewonnen. Oder auch nicht. Schade, ich hab nicht, das reicht. Alles klar. Besiegt. Reden wir über eine neue Außenpolitik. Tötet ihn! Was jetzt? Wir schießen immer zuerst, was? Ich habe die Sache aber vielleicht ein bisschen angeheizt. Ares, was machst du hier? Ich brauche den Kampf und wäre fast verhungert. Ich spürte die Rückkehr der Aggression und suchte ihren Ursprung. Du hast mehr als das getan. Du hast uns hierher gebracht. Nein, aber ich kann mir denken, wer das war. Mein Feuer muss nicht angeheizt werden, Ares. Sag mir, wer es war. Du willst mir Befehle erteilen? Allerdings. Und du wirst gehorchen. So Leute, ich würde sagen, beendet den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es dann weiter. Und ja, vergesst nicht, abonniert und kommentiert. Und seid beim nächsten Mal bei von Injustice, Götter unter uns. Von Soul Ace 95.